Moin, moin, liebe Leute. Wir kommen zu meinem dritten Video vom Planet Crafter. Und zurück zum Spiel. Samba. So, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir wieder hier fit werden. Wasser, Essen, Sauerstoff haben wir. Die beiden Sachen werde ich jetzt erstmal hier rausholen. So, im letzten Video, was haben wir getan? Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass unser Terraforming jetzt läuft. Wir haben uns hier unsere Monitore aufgebaut, die uns relativ gute Informationen geben. Ach, schon wieder diese Taste. Das wird mir häufiger passieren im Spiel, weil ich nicht darauf achte, was ich da gerade angezeigt kriege. So, das hier werde ich noch umbauen. Das stört mich da unten irgendwie ein bisschen. So. Wie viel haben wir noch? 365 kW haben wir noch übrig. Müsste reichen. Wir wollen nämlich jetzt die Heizung noch bauen. Weil die benötigen wir ja auch noch. Die Wärme. Ach, das Iridium muss ich dafür besorgen. Okay, da zeige ich euch gleich, wo das Iridium herkriegt. Eisen und Silizium haben wir auch hier. Alles klar. Dafür brauche ich ein bisschen mehr Sauerstoff, weil der Weg ist etwas, ich weiß nicht, warum du immer wieder umschaltest, aber okay. So, zwei Sauerstoffflaschen nehme ich mit. Eins, zwei. So, wie viel Platz habe ich? Ja, reicht. Ich habe Wasser mit, ich habe Sauerstoff mit und ich habe Essen mit im Notfall. Dann werden wir uns jetzt mal eben das Iridium besorgen. Ja, mal eben ist immer gut gesagt, aber so, Iridium. Da hinten ist ein Wrack, da gehen wir noch nicht rein. Da sind die Sandfälle oder wie auch immer wir das nennen. Und da kriegen wir auch das Iridium her. Und da machen wir uns jetzt mal eben auf den Weg und holen uns das Iridium. Ich laufe den Weg auch gern 10-mal. Nehmt nur das mit, was nötig ist. Und knallt euer Inventar nicht so voll. Wir haben nur begrenzten Inventar. Und entsprechend kann es passieren, dass ich den Weg auch 5-mal laufe. Oder 10-mal oder 20-mal. Aber das ist mir dann egal. Weil ich möchte erstmal nur das eine bauen. Oder zwei. Und daher gehen wir jetzt hier mal in diese wunderschöne Höhle rein. Sehen Sie, ja, schön. Berg und Tal. So, springen und sowas können wir alles noch nicht. So, und jetzt suchen wir hier das Iridium. Das ist das hier. Siehst du? Und da fängt es schon mit Sauerstoff an. Eins. Zwei. Da ist nichts mehr. Weiter. Zwei. Hier haben wir noch eins. Das ist Nummer drei. Können wir schon mal drei Dinger bauen. Hier ist Nummer 4. Jawohl. Eis brauchen wir immer. Da wäre noch ein fünftes. Nee, alles klar. Wie gesagt, das mitnehmen, was man nur braucht. Und fertig. Weil ich benötige gleich noch ein bisschen Eisen und sowas. Und deswegen sammle ich das jetzt unterwegs noch ein bisschen was ein. Titan kann man immer mitnehmen. Silizium nehme ich auch mal eben mit. Und wie ihr da unten seht, mein Sauerstoff geht runter. Und das sehr schnell. Deswegen deckt euch mit Sauerstoff ein, wenn ihr diese kleine Minitour macht. Das ist eigentlich nur eine Minitour. Mehr nicht. So. Und ich weiß, es ist auch verleitend, wenn man dahin die Base sieht. Ach, das schafft man noch. Nein, du schaffst es nicht. Weil das Spiel ist gnadenlos dann. So, hier haben wir noch ein Eisen auf dem Weg. Nehme ich mit. Haben wir weiter. Eis. Guck mal, so viel Material hier. Aber es bleibt ja auch liegen. Es verschwindet nicht. Es bleibt einfach liegen. Das Einzige, was verschwindet, ist das Eis. Weil wir jetzt anfangen zu terraformen, fängt an, das Eis zu schmelzen. Damit haben wir die erste Gegebenheit
erzeugt, dass sich hier Wasser bildet. So, dann Strom haben wir genug. Das habe ich gesammelt. Und jetzt fangen wir an, unsere erste Heizung zu bauen. Diese Heizung kann man nur in so einer Kapsel bauen. Draußen nicht möglich. Deswegen baue ich so groß. Jetzt suche ich mir mal eben eine Ecke aus, wo ich die schön hinsetze. Ich setze sie mitten in der Mitte. Ist einfach nur optisch. Heizung. Haben wir. Unsere Liste ist fast abgearbeitet. Das ist doch schön. Und jetzt gucken wir mal auf den Bildschirm. Jawohl, es passiert was. Die Zahl wird jetzt schneller. So mehr ich baue davon, umso schneller wird die Zahl da oben vom Terraforming. So, ich habe gerade was freigeschalten, habe ich gerade gesehen. Wollen wir das mal eben kurz gucken. Sauerstofftank 2. Und das werde ich auch als nächstes gleich machen, weil diesen Sauerstofftank 2 ergibt mir wieder mehr Sauerstoff. Das heißt, ich habe mehr Reichweite. Also mache ich dann jetzt die Sachen beim Sammeln. Was war das jetzt nochmal? Silizium und Magnesium benötige ich nur. Hier haben wir Silizium. Gut. Magnesium. Das ist dieses Kriselige. Magnesium. Da ist da. Ne, das ist Titan. Das. Jetzt habe ich es. Und noch ein. Haben wir auch. Und jetzt geht es wieder zurück. Und jetzt machen wir uns den zweiten Sauerstofftank erstmal. Umso weniger Sauerstoff müssen wir später tanken. So, jetzt brauchen wir noch einen Kobold. Habe ich gar nicht hier. Gut. Da leuchtet es blau. Das nehmen wir jetzt mit. Haben wir. Zurück. So. Rein da. Gucken. Herstellen. So. Hat er gleich ausgetauscht. Wir haben jetzt 200 Sauerstoff. Das heißt, wir können jetzt etwas mehr draußen bleiben. Wasser. So, und jetzt sorge ich erstmal, dass wir ein bisschen Wasser mehr kriegen, weil ich habe immer gerne einen kleinen Vorrat hier. So, Nahrung ist noch okay. So, dann sammeln wir mal hier ein paar Eiswürfelchen auf. Noch geht es. Irgendwann geht es nicht mehr, weil das Eis weggeschmolzen ist. So, zwei. Noch ein. So. Das nehmen wir auch gleich mit. Sauerstoffproduktion. So, und zurück. Alles herstellen eben. Wasser, Wasser, Wasser. Nee, ich muss einen Vorrat haben. Das geht so nicht. Ich brauche einen Vorrat. Da. Eins. Zwei. So. Jetzt haben wir ein bisschen Wasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das gefällt mir. Jetzt machen wir noch Sauerstoff. Das ist auch okay. Kommt hier auch gleich mit rein wieder. Das können wir jetzt hier reinpacken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann. So, meine Grundausstattung habe ich. Gut. Dann geht's weiter. Was will er da oben eigentlich? Herstellung eines Bildschirms. Fortschritt. Ich glaube, den können wir erst machen, wenn wir einen gewissen
Punkt erreicht haben. Gucken wir hier mal im rein. Da ist es nicht. Hier ist dieser Bildschirm. Ab wann kriegen wir ihn? Ab 2 NK. Was das für Einheiten genau sind und wie sie entstanden sind, weiß ich nicht. Ich kenne nur die 5 Stockwerke unserer Atmosphäre. Und daher sind das wahrscheinlich die Einheiten, die das alles so machen. T2-Rucksack können wir auch machen. Das ist auch hervorragend. So können wir jetzt wieder mehr Material mitnehmen. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, was wir für den T2-Rucksack brauchen. Dann machen wir uns den auch gleich fertig. Gar nicht auf die lange Bahn schieben, sondern gleich machen. Dann hat man das alles hinter sich. T2-Rucksack, Eisen und Silizium. Ja, das ist ja nicht schwer. Eisen und Silizium. Da oben ist Silizium. Das holen wir uns mal eben. Haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein Eisen. Wo haben wir hier ein Eisen? Komm, Spiel, ärger mich nicht. Sag mir jetzt, wo ein Eisen ist. Da ist ein Eisen vor meiner Nase. Haben wir. Gleich herstellen. Und dann kriegen wir noch eine Reihe dazu. So, weiter, weiter, weiter. Eiswürfel. Jawohl. Mitnehmen. Haben wir. Rein da. Rein da. Herstellen. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 hatten wir vorher. Jetzt haben wir wieder eine Reihe dazu gekriegt. Das heißt, das ist schön. Und so länger der Dings ist, ich glaube bis zu T4 geht oder T5, ich bin mir nicht sicher. Es kam ja auch irgendwann mal ein Update und dieses Update hatte ich dann nicht mehr gespielt. Und da wollen wir mal gucken, was da alles so auch Neues drin ist. Für mich Neues. Ja. Was haben wir jetzt? So, wir haben jetzt noch 285 kW übrig. Das heißt, wir benötigen jetzt für die nächsten Bauweise. Energie ist 0,5 und das ist 1. Also 2 Windräder ergeben dies beides noch. Gut. Und das, ach, das andere war 0,35, wenn ich mich irre. Genau. Dann machen wir jetzt hier von den Sauerstoffteile, bauen wir uns hier gleich welche rein. Aber dafür brauchen wir dann wieder diese Pflanzen. Die haben wir ja noch nicht. So, wir sind leer, wir sind gut, alles klar. Gut, dann machen wir jetzt die erste Erkundung in diesem Schiff. Ich muss eben, warte mal eben, ein Titan, 2 Titan, Silizium. Jetzt müssen wir noch Eisen finden. 1. Und noch ein drittes. Ich brauche ein drittes Eisen noch. Da. 3. So. Jetzt gehen wir zum Schiff. Was hier abgestürzt ist. So. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick. Weil so viel Sauerstoffflaschen kann man gar nicht mitnehmen. Man baut hier einfach eine kleine Kapsel hin. Mit dem Eingang. Und geht rein. Tankt sich einmal auf. Geht raus. Und dann können wir hier mal kurz rein. Und wie ihr seht, wird es jetzt immer dunkler. Na, komm her. Dunkel, dunkel. Und jetzt haben wir pure Nacht. Und dann, ab jetzt, wird eine Taschenlampe Pflicht. So, da ist eine blaue Kiste. Die öffnen wir. Und hier haben wir schon unsere ersten guten Pflanzen. Und Nahrung. Siehst du, Nahrung nehme ich gleich zu mir. Und jetzt geht's weiter. Die ersten guten. So, wenn wir das hier haben, so uns den Weg versperrt und da taucht ein Hammer auf, dann schalten wir das hier an unseren
Pad um und können abbauen. Kriegen dafür ein Eisen. So, hier ist die nächste Kiste. Noch eine Pflanze, noch ein Essen. Eisen, Eisen nehme ich jetzt mit. Aluminium sowieso. So, die Kisten könnte ich jetzt auch abbauen, aber brauche ich im Moment noch nicht. Wir gucken hier weiter um. Ja, hier ist noch nichts. Das müssen wir wieder abbauen. So, und ich darf jetzt auch wieder zurückrennen, weil mein Sauerstoff wird jetzt wieder knapp. Und versuchen, merken wieder Weg, wie man gelaufen ist. Das ist wichtig. Und nicht zu knapp rausgehen. Das ist auch wichtig. Haben wir. So, und da wir so viel Eisen hier haben, wie blöd, machen wir Folgendes. Wir sorgen auch gleich zwischendurch für ein bisschen Energie. Weil da kann man immer. Zack. So haben wir jetzt wieder für Energie gesorgt und unser Energiehaushalt hat sich wieder erhöht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas baue, brauche ich keine Angst haben. Oh, meine Energie ist knapp geworden. Und bei so viel Eisen, was ich jetzt hier aus diesem Raumschiff rausholen kann, das können wir noch nicht abbauen, da müssen wir uns weiterentwickeln. So. Und wie gesagt, die Kisten kann man auch abbauen, dann kriegt man auch ein Eisen. Aber das brauche ich im Moment nicht. So, hier weiter, weiter. So, das habe ich jetzt weggemacht. Jetzt kommt das weg. Hier ist so eine Heizung, Heizungs T2. Fasse ich im Moment noch nicht an. Diese kleinen Kisten, das zeige ich euch gleich, was damit ist. Einmal drauf. Hier ist so ein Mikrochip. Da kommen wir gleich zu. So. Guck mal, der schaltet sich hier immer um. Ich verstehe noch nicht was. Da haben wir das. Da Pflanzen, Pflanzen. Ich nehme immer gerne alle Pflanzen mit. Stoffe sowieso essen. So, das und Sauerstoff kann ich jetzt auch nehmen, weil das reicht nicht mehr bis nach draußen. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Das war das hier. Okay. So, und jetzt fangen wir auch an mit den seltenen Sachen, die man sehr selten findet. Das hier zum Beispiel Spuren. Also Superlegierung. Nehmen wir mit. Sagen wir nicht nein zu. Essensration nehme ich grundsätzlich mit und den Rest hole ich dann später. Das Problem ist, man bleibt hier wirklich an Sachen hängen. Ich sage, man soll darauf achten, dass man sich nicht verläuft. Und was mache ich prompt? Nee, war richtig. Ich bin doch hier reingegangen. So, hier um die Ecke. Wieder raus. Super. Darüber. Sauerstoff tanken. Haben wir. Und jetzt gehen wir zurück zu unserer Basis. Wow. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich bin voll. Geht's weiter. Es ist so grausig. Ich sehe hier so ein paar Sachen, die ich gleich brauche. Und wenn ich gleich losgehe, finde ich die Sachen wieder nicht. Oder ich sehe sie nicht auf Anhieb. Das ist immer so erschreckend. So, jetzt gehen wir hier rein. Super. Reicht. Sauerstoff reicht mehr als gut. Wie gesagt, da baut ihr hinten so eine kleine Kapsel. Die sieht man ja. Und dann habt ihr auch dort vor Ort immer gleich eine Sauerstoffzufuhr. So, dann den Mikrochip. Da geht man hier auf dieses Schloss, was mir die Baupläne anzeigt. So, und ganz unten hier steht, entschlüsseln Sie einen Blaupausen-Mikrochip. Das ist dies, was ich gefunden habe. Einmal draufdrücken. Und jetzt habe ich einen neuen Bauplan freigeschaltet. Darunter. Okay. Mal wieder Silvester. Alles gut. So, Nahrung kann ich hier reinpacken. Das auch.
Pflanze kommt hier rein, das packe ich rein, das, das, das. So, und jetzt fängt es auch langsam an, dass man mehr Platz benötigt. Wie ihr seht, die Kisten sind jetzt voll. Das heißt, ich muss jetzt noch eine weitere Kiste bauen. Aber vorher möchte ich diese Pflanze austauschen. Weil diese Pflanze hier sieht erstmal schön aus, aber macht 200% mehr Sauerstoff. Dann setze ich sie da rein. Haben wir jetzt mit 200%. Und jetzt fängt... da ist er. Jetzt fängt auch unser Sauerstoff da oben schneller zu werden. So, baue ich jetzt noch mal eine Heizung, dann wird da oben die Zahl beschleunigt. Und so mehr alles beschleunigt wird, umso schneller kommen wir an die Sachen ran, die wir benötigen. Ja. Dann machen wir jetzt mal eben hier. Dafür brauche ich noch ein Silizium, den besorge ich mir mal eben. Hier ist keins drin. So kriege ich auch mein Inventar mal eben leer. Was kam denn hier alles runter? Das hier jetzt so Eisen. Ich bin neugierig. Da ist erstmal Silizium. Das ist erstmal wichtiger. Mitnehmen. Dann bauen wir jetzt eine zweite Heizung. Dass wir die Zahl da oben jetzt mal ein bisschen beschleunigen können. Heizung. Hin. So, dann bauen wir auch wieder einen Luftdruck. Dafür brauche ich nur einen Titan. Haben wir hier auch. Oh, schön, alles vor der Tür. Moment mal, dann baue ich doch gleich zwei davon. Fertig. Baue ich dann hier irgendwie ein bisschen so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auf dem Haufen baue ich die Sachen immer. Weil die muss, die werden sowieso irgendwann weggerissen, weil sie durch bessere ersetzt werden. So, ist der schon den nächsten Bauplan. Und wie wir da oben sehen, unser Terraforming wird jetzt schneller. Jetzt gucken wir nochmal auf den Bildschirm schön. Und wir sehen, es passiert was. Das ist gut. So, unsere wunderschöne Pflanze entwickelt sich. Taschenlampe ausmachen, blendet so. Schön. So, dann kommt das nächste. Also im Grunde haben wir jetzt einen Kreislauf. Was ist den? Zwei Alu, zwei Stoff. Habe ich zwei Stoff mitgenommen oder ein? Zwei. Und zwei Alu habe ich auch. Baue ich. Beweglichkeit. Das heißt, man ist 10% oder 15% schneller. Den setzen wir da rein. Und somit können wir uns jetzt schneller bewegen. Das ist gut, weil so schneller du dich bewegen kannst, umso weiter kannst du laufen. Dann geht's weiter. Dann wollen wir uns hier nochmal... Wie sieht's mit der Energie aus? Immer die Energie im Auge halten. Och, haben noch genug. Reicht. Deswegen beim nächsten Rundgang wieder ein, zwei Windkraftwerke bauen. Und so hat man nie ein Energieproblem. Das ist immer permanent. Jetzt gucken wir nochmal, was wir für dieses, für unseren Pflanzenbehälter brauchen. Da benötigen wir jetzt nur noch Magnesium und Eis. Gucken. Magnesium haben wir, Eis haben wir, Pflanzenbehälter bauen. Und da gehen wir da wieder drauf, hier, und bauen unseren Pflanzenbehälter Nummer 2. Setzen wir auch eine Pflanze rein. Wir haben jetzt die guten gefunden, oder relativ gute, weil die machen ja 200%, die anderen machen ja nichts. Rein, fertig, läuft. Und Zahl wird schneller. Das ist
Hervorragend. Kann ich jetzt eigentlich, nee, den anderen Bildschirm kann ich noch nicht bauen. Das dauert noch einen Moment. So, und so im Grunde genommen bauen wir jetzt das Spiel auf. Wir bauen Heizung, Sauerstoff, verbessern uns, Luftdruck, Energie. Das sind eigentlich die wichtigsten Pfeiler, die wir brauchen, um diesen Planeten angenehm zu machen. So, dann geht es jetzt weiter. Das Ding muss ich auch wegpacken. Wir sind jetzt gut. Da muss ich mir jetzt erstmal. Da habe ich noch ein Eisen. Da habe ich noch ein Eisen. Gut, dann rauf und bauen uns mal eben zwei Kisten nochmal eben hier hin. Die Kisten werde ich später wegreißen, weil dafür gibt es Schränke. Aber die muss ich erstmal freischalten, die Schränke. So, da gehen wir drauf, da packen wir die rein. Und wir haben jetzt eine neue Energiequelle freigeschaltet. Die Sonnenkollektoren. Da brauchen wir nur zwei Kobold und ein Silizium. Die bauen wir jetzt noch. Und dann machen wir dann hier für heute Schluss. Dann geht es dann nächstes Mal weiter. So, Silizium. Kobold. So, Sonnenkollektoren. Ist egal, wo wir sie hinsetzen. Die setzen wir jetzt einfach hier in der Wildnis rein. Die sind jetzt effektiver, weil die jetzt mehr Energie sorgen. Die sorgen jetzt 6,5 kW statt 1. So wie die Dinger. Die machen ja nur ein. Einer macht nur ein. Und die hier machen 6,5, also das Sechsfache von denen. Was natürlich hervorragend jetzt ist. Also das heißt, in Zukunft werde ich dann nur noch die bauen und dadurch mehr Energie erhalten. Jetzt haben wir schon 10,4. Das ist schön. Und so haben wir nie Probleme, wenn wir irgendwas bauen, dass uns die Energie wegfällt. So, wir essen jetzt nochmal oder ich trinke jetzt nochmal was. Das haben wir. Seht ihr, Nahrung haben wir jetzt auch wieder, dank des Wracks, wo wir dann wieder reingehen und den Rest holen. Und ich würde sagen, das ist schon mal ein erfolgreicher Tag hier gewesen. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.